Und damit willkommen zurück. Wir haben ein paar Schlachten zu schlagen. Einmal diese Schlacht gegen den Hexenkönig mit, keine Ahnung, Troll oder nee, ich glaube, das sind Sklaven. Zuchtmeister. So, ich muss aber hier nochmal gucken. Ja, genau. Desktop. Oh, jetzt stürzt's ab. Nee, okay, passt. So, und Sound ist da und Aufnahme läuft. Ich kämpfe an eurer Seite. Gut. So, das da, das da, das da, das da, das da. Los geht's. Zack, zack, zack. Okay. Das ist schon ganz gut. Das ist wirklich ganz gut. So. Jetzt schauen wir mal, vielleicht kann ich einen Baumeister töten oder so. Also die Möglichkeit bestünde, zumindest. Ist halt die Frage, kommt er wirklich von der Seite oder nicht? Niemand versteckt sich vor einem Zwerg. Die Halle der Krieger ist bereit. Wir haben die Halle der Krieger erweitert. Bisher sehe ich hier sehr wenig. Vorwärts. Ja, Bestie. Okay. Also hier ist er schon mit mich. Na gut. Bewegung. Vorwärts. Vorwärts. Wäre fertig. Rasch. Zurück ins Lager. So, da kommen gleich die ersten Zuchtmeister. Kennt man ja schon das ganze Gebumsel. Okay, zwei Hüter. Dann gehen wir mal da lang. Phalang, Hüter, Phalang, Hüter. Okay, das sind Speerträger. Ne, das sind Rudauro-Typen. Aber das geht. Ja, Glückwunsch. So. Mehr bauen. Und eine solche Sache. So, das machen wir jetzt so. Erdschütterer. Fängst du mit einem schweren Schaden. Deaktiviert. Durch den Angriff gegen Zugewollt schwer beschädigt. So. Okay, ich darf nicht zu lange warten, weil irgendwann kommt er mit Katapulten und was weiß ich was für ein Bums. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber so ist es halt. So, das sieht gut aus. Bla 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 da 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 da. So. Oh, da ist der Hexenkönig. Das ist ein Problem. Okay, 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 okay. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Das ist jetzt ein Problem. Ja, da ist auch schon ein Krieg. Ne, ich brauche gerade mehr Truppsis. Mehr Truppsis. Mehr Truppsis, mehr Truppsis, mehr Truppsis. So, Abfahrt. Guter Damage. Okay. Ja, das schafft er schon. So. So, wo ist der... So. Ich gehe jetzt mal da lang mit der Truppe. Ich glaube, das kann was. Der ist so stark, der Hexenkönig. Da hat's Wuffels, okay. So, ich brauche natürlich noch mehr Geld. Mein Geld ist gerade richtig schlecht. Kommt schon, Leute, es ist nicht so schwer.
So. Dieser Zwerg ist bereit. Sie werden fallen. Ich kämpfe an eurer Seite. Angst bilden. Dieser Zwerg ist bereit. Sie greifen an. Niemand versteckt sich vor einem Zwerg. Wir haben das Gebäude eingenommen. Dieser Zwerg ist bereit. Wir werden warten. Vorwärts, Zwerg. Meine Axt wird schwerer. Du schaffst es schon. Okay, der nimmt wenig ein. Aber ihr braucht es ja nicht alle einem Zuchtmeister hinterher rennen. Bin ich ehrlich, das ist nicht so smart. So, eigentlich hatte ich die ja nach links geschickt, jetzt habe ich die wieder rübergezogen. Bin da auch ein bisschen sehr inkonsequent. Aber na gut. So. Ah ja, okay, verstehe. Bisher macht Angmar wenig Stress. Aber das wird sich noch ändern. Naja. Ernsthaft? Leute, meine Fresse. Kann das so schwer sein? Ja, kein Wunder, mir wird ja dauernd eine Mine kaputt gemacht. Bitte, Leute. Boah, diese Wölfe, ey. Na gut. Da hat's einen Baumeister. Ist es nicht gut geplatziert, weiß ich auch, aber weil ist halt so. Das ist gefährlich. Die sind gefährlich. Es geht hier ab. Okay. Sie greifen an. Feines Zwerg. Wir erhebt euch, Menschen aus Tal. Wir haben bereits zu viel zu wenden. Zwerge. Seid froh und mutig. Du Bestie. Hol Licht zurück, ihr stinkenden Biester. Schöner Damage. Okay, und er defft sofort. Auch nicht schlecht. So, Baumeister bitte töten. Baumeister bitte töten. Ja, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Okay, sehr schön. Kaputt machen, kaputt machen, alles kaputt machen. So, erstmal die Ausbildungsgebäude niederreißen, weil Truppen schicke ich nach. Das ist kein Problem. Truppen kann ich nachschicken. Das passt schon. Ich glaube, das habe ich gewonnen. Das war jetzt einfach. Das war jetzt wirklich einfach. Okay, also Angmar ist nicht so gefährlich. Aktuell. Kann natürlich super täuschen. Vielleicht ist die Build-Order da echt garbage. Das kann sein. Aber das war jetzt sehr gechillt. Das war jetzt wirklich gechillt. Okay, das war easy. Das war easy. Die erste Easy-Schlacht. Sehr schön. Nehme ich mit. Freut mich natürlich. Easy ist gut. Zähle ich. Finde ich gut. So. Das war das. Dann. Die nächste Schlacht. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch. Null. Passt. Okay. Gut. Dol Guldur ist halt
Mach ich jetzt nicht nochmal. Weil ich kann nämlich hier schlagen und hier eine Schlacht schlagen. Und in diesen Schlachten kann ich nochmal mehr Fähigkeitspunkte generieren. Eins oder zwei. Und je nachdem kann das einen Unterschied machen. Schaut's mal. Ne? Das kann einen Unterschied machen. Vielleicht kein Riesenunterschied, aber wer weiß. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man die Schlachten immer der Schwierigkeit entsprechend spielt. Von einfach zu schwer, wenn es geht. Ne? Ist natürlich eine Einschätzungsfrage, aber das kann den Unterschied ausmachen. Wenn ich jetzt dadurch eine Fähigkeit bekomme, wie die Mine zum Beispiel, dass ich einfach bei einem Klumpen die Mine schmeißen kann, das macht einen riesen Unterschied. So. Und deswegen, Dol Guldur zum Schluss. Da ist Drogoth wieder, ne? Ja. Die ganzen Flickviecher sind widerlich. Es ist halt wieder das Typische. Sobald ich nur noch gegen drei KIs kämpfen muss, geht's. Dann wird's einfacher. Bis dahin ist es halt nur roguelike, irgendwie hinten rein sneaken, ins Gegnerland, versuchen jemanden rauszustabben in den Rücken und. Na, aber wir versuchen jetzt Isengard. Wir versuchen jetzt Isengard und dann Kehr Andros. Kehr Andros in der nächsten Episode. Und wenn ich das dann hab... So, jetzt gilt's. Das ist jetzt ganz wichtig. So. Wir nehmen das. Ja, das Horn ist schon wichtig. So. So. Okay. Ja gut, das ist schon wichtig. Ich habe halt nicht ewig Zeit, hier rumzudümpeln mit dem scheiß Waren, ne? So. So, noch eine Halle der Krieger bauen. Und dann gucken wir mal, ob das hier was wird. So, dem gehe ich nach. Das machen wir kaputt. Geht's mal näher ran. Okay. Ist er noch in Ordnung? So. Und jetzt wird's halt knackig. Weil. Ja, das ist ein. Okay, die haben das gemacht. Perfekt. Das können wir ignorieren. Und natürlich brauche ich das hier. So, die müssen sich da durchkämpfen. Wahrscheinlich sterben sie aber. Ah ja. Aha. Wie wär's mal, wenn ihr da angreift? Okay, die werden alle sterben, weil hier irgendein Bullshit passiert. Okay, hier backt gerade alles ab. Ich verstehe es nicht. Aber hier backt gerade alles ab. Das ist ganz schlecht für mich. Das, weil die können nicht angreifen. Die sind jetzt alle gestorben. Okay. Das ist jetzt aber ein echtes Problem. Ah, oh, ist das ärgerlich. Okay, das muss ich zerstören. Okay, mehr als das kriege ich gerade nicht. Ich zieh die mal zurück. So. Und ich muss die Upgrades hinkriegen. Das ist wichtig. So.
Na, vielleicht überleben die es ja. Sieht sehr knapp aus. Könnte aber klappen. Ja, ja, ja. Könnte klappen. Und wenn nicht, Pech. Dann ist es halt so. So. Nochmal upgraden, upgraden, Geld ist weg. So. Ja, die werden sterben. Ist schade. Kann ich aber nicht. Obwohl, vielleicht kann ich sie noch in die Mine ziehen. Ja, gar nicht so schlecht, ne? Nee, ich brauche mehr Geld. Auch eindeutig mehr Geld. Sie haben es reingeschafft. Gigantisch gut. Das ist sehr gut. Passt. Der hält es durch? Noch. Aber nicht sehr lange. So, Schmiede ist erweitert. Ja, du musst da wegkommen. Weg, 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 weg. Ganz knappe Kiste. Ganz knappe Kiste. Aber ist egal. Passt schon. Ist mir recht. So. So, ich brauche noch das Mithril. Aber erst muss ich hier ran und das Geld machen. So. Muss ich mir erstmal die ganze Scheiße wegnehmen. Aber ihr seht, wie knackig die KI ist. So. Ihr müsst da ja nicht alle hinterher rennen, ne? So. Okay, Mithril-Panzer ist bereit. Ich will jetzt nicht noch mehr ausbilden, bin ich ehrlich. Noch mehr ausbilden, glaube ich, hat wenig Vorteil. Ja, jetzt will er hier irgendwas bauen. Aber nicht mit mir. So. Habe ich hier noch irgendwas drin? Nein. Okay. Sam, du kannst das versuchen. Okay. So. Und was auch immer ich sonst noch hatte. Sehr schön. Alles kaputt machen. Alles kaputt machen. So. Ja, der Ring ist in Gefahr. Okay. Okay. So. Also die Upgrades habe ich. Die fehlen gerade noch ein bisschen. So. Jetzt ist da was durchgekommen. Ja gut, ist jetzt halt so. Kann ich nicht ändern. Weil es ist wichtiger, dass ich hier den ganzen Bums habe. Als das, dass ich hier jetzt so eine Mine... Mein Gott, das ist dann halt so. So. Aber ich kann ja dahinter schon mal weiter ausbilden.
So. Was der alles an Ausbildungsgebäuden hat, das ist heftig. Ne? So. Es passt. Okay. Zack, zack. Zack, zack. So. Und weiter geht's. Ich glaube, das war ja, was ich hatte, ne? So. Was? Aha. Okay. So. Das ist sehr schön. Bannerträger, wie immer, N. Kein guter Hotkey, aber ist halt ein Hotkey. So, das da, das da, das da. Scheiß drauf, das da. Okay. Sieht gut aus. Ich glaube, ich hab's. Bannerträger. Passt. Na? Sehr schön. Ah? Dann nicht. Dann will ich die nicht. Wenn das ihr mir jetzt genau jetzt aufgibt, dann will ich die nicht. So. Aber dann haben wir es geschafft. Sehr schön. Okay. Gut. Gut, gut, gut. So, und ich glaube, ich habe jetzt wirklich 2 Punkte rausgeholt. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. So, behalten natürlich wieder nur, was wir behalten dürfen. Ne? Okay. Passt. 2 Punkte rausgeholt. Okay. Das schaffe ich jetzt nochmal. Vielleicht hier. Und danach kann ich das versuchen. Und da kriege ich dann die 2 Punkte für die Mine. Das wird schwer. Obwohl, er kann hier maximal 320, 360, 240, 27, ich weiß nicht, 480? Wahrscheinlich 480. Das ist nicht viel an Truppenstärke, das er bauen kann. Das ist mein großer Vorteil. Die Festung hilft ihm da nicht. Das heißt, außer die KI cheatet wieder, aber mal schauen. Okay, es sieht gut aus. Ich hätte das nicht gedacht, aber der Run sieht gut aus. Ich bin in Territorien in Ordnung. Die Einheiten sind schwierig, aber es kommen nochmal 3. Die werden ausgebildet. Wenn er sich hier dann nicht aufsplittet, kann mindestens eine von den beiden nochmal bauen. Das heißt, ich kriege nochmal 2 Truppen. Da mache ich dann vielleicht sogar wirklich 2 Prinz, nicht Prinz, sondern 2 Talbogenschützen. Mal schauen. Ich habe Katapulte, ich habe dann eine starke Armee. Und je nachdem kann ich mir diese Armee bis nach Khandum oder ich versuche hier runter zu gehen und den Kampf direkt aufzunehmen. Ich glaube aber, es wäre klüger, Hit-and-Run-mäßig so weit mich immer wieder zurückzuziehen und zu verschwinden und das hier einzunehmen und zu versuchen, irgendwie an eine Armee zu kommen. Ich glaube, das ist besser. Und dann habe ich die ganzen Festungen, wo sich die KI dann sammelt und angreift und ich kann sie zurückschlagen, verteidigen, zurückschlagen. Das ist, glaube ich, das, was ich machen muss. Aber das sehen wir. Okay, hier bin ich erstmal durch. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. We'll be right back.